Applaus und eine Umarmung von ihrem Außenminister. Zwei thailändische Hamas-Geiseln kommen nach ihrer Freilassung in einem israelischen Krankenhaus an. Nach Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation sind am Dienstag nach israelischen Angaben insgesamt 12 weitere Geiseln freigelassen worden. Darunter laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erneut eine Deutsche. Diese Bilder zeigen, wie Geiseln nahe dem Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten von Kämpfern der Hamas und der mit ihr rivalisierenden Gruppierung Islamischer Dschihad an Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben werden. Die Geiseln wurden in Israel in Krankenhäuser eingeliefert und trafen nach israelischen Angaben dort ihre Familienangehörigen. Im Gegenzug ließ Israel nach offiziellen Angaben 30 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen frei. Es handelt sich demnach um Frauen und Jugendliche unter 19 Jahren. Seit Inkrafttreten der Feuerpause am vergangenen Freitag wurden damit bisher insgesamt 60 israelische Frauen und Kinder sowie 21 weitere ausländische Geiseln, überwiegend Gastarbeiter aus Thailand, von der Hamas freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel bisher 180 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen. Am Montag war die Feuerpause um 2 Tage bis Donnerstag früh verlängert worden. Der Vereinbarung zufolge sollen bis dahin noch weitere 10 israelische Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, sowie 30 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Bei ihrem brutalen Überfall am 7. Oktober hatte die Hamas rund 240 Menschen verschleppt, darunter viele Kinder, auch ein 10 Monate altes Baby, das bislang noch nicht zu den Freigelassenen gehörte. Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Miliz waren nach Israel eingedrungen und hatten nach israelischen Angaben auch etwa 1200 Menschen getötet. Israel bombardierte als Reaktion wochenlang massiv Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus. Angaben der Hamas zufolge, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem fast 15.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet.